Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich ganz herzlich. Ah, meine Haare stehen zu Berge. Ich habe hier gerade am Meer so die letzten Sonnenstrahlen genossen. Die geht gerade da drüben hinterm Berg schon unter. Wir sind ja hier eine Stunde vor und hier wird sowieso immer früher dunkel als in Germany, Österreich, Schweiz. Und ich wollte gerne mal was mit dir teilen, was mir letzte Woche mal wieder so bewusst geworden ist, was eines meiner größten Gründe waren, oh, hier hängen leckere Weintrauben, was eines meiner größten Gründe waren, wirklich frei und selbstbestimmt zu leben, Entscheidungen zu treffen, meinem Leben eine andere Richtung zu geben und auch wirklich dann entsprechend meinem Herzen und meiner Seele zu folgen. Und zwar, ich hatte letzte Woche einen Tag, kommt schon mal vor, äußerst selten, aber war letzte Woche mal so, wo es mir nicht gut ging. Also, ich hatte jetzt nichts Besonderes, aber ich konnte morgens einfach nicht sagen, fing das morgens an? Ja, fing morgens an. So nach dem Aufstehen. Ich war einfach irgendwie nicht fit. Mein Körper hat mir klar signalisiert, ich hätte heute mal gern ein bisschen mehr Ruhe. Ansonsten keine besonderen Erscheinungen gehabt von irgendwas oder so. Also, er wollte Ruhe. Und was ich da früher, als ich noch im Büro war, im Angestelltenverhältnis, so sehr gehasst habe immer, war, in der Firma anzurufen und zu sagen, ich kann heute nicht kommen, weil. Also irgendjemand anderem, in dem Fall den Vorgesetzten, Rechenschaft abzugeben, das ist mir, oder Rechenschaft abgeben zu müssen. Ich meine, wenn man ein Arbeitsverhältnis ist, wenn man ein Arbeitsverhältnis hat, dann muss man sich ja abmelden, muss man sich ja entschuldigen. Es ist, glaube ich, heute teilweise sogar schon so, dass du noch nicht mal einen Tag einfach zu Hause bleiben kannst, sondern dazu sogar auch noch eine Bescheinigung vom Arzt brauchst, der dir dann bescheinigt, dass es dir nicht gut geht. In meiner Welt finde ich das ja noch schlimmer, aber okay, anderes Thema. Aber ich habe das immer gehasst, ich habe es wirklich immer gehasst und ich hatte jetzt keine Vorgesetzten oder so, die dafür kein Verständnis gehabt hätten, ganz im Gegenteil. Aber ich habe es einfach gehasst, absagen zu müssen, jemand anderem Rechenschaft abgeben zu müssen. Ich habe immer gedacht, mein Gott, ich bin doch 3x7 alt, muss ich jemand anderem jetzt Rechenschaft abgeben? Dass es mir gerade nicht gut geht, muss mich mal gerade hier orientieren, wo ich rumlaufe. Und ja, dass ich heute nicht komme oder das Gleiche. Bei mir kam das noch wirklich sehr, sehr selten vor. Aber wenn es dann um die Kinder ging und wer Kinder hat im Kleinkindalter, da kommt es einfach mal des Öfteren vor, dass Kinder mehr die Aufmerksamkeit von der Mama brauchen. Da war ich meinen Kindern natürlich näher und ja, durfte auch dann natürlich mal im Büro anrufen und sagen, Kind geht's nicht gut, kann heute nicht kommen, muss heute zu Hause bleiben. Ich habe das immer sowas von gehasst. Vielleicht kannst du es ja nachempfinden. Vielleicht geht es dir ja ähnlich, dass du es auch leid bist, mal egal in welchem Bereich, schon mal diesen beruflichen Bereich, aber es gibt ja auch andere Bereiche, wo wir das Gefühl haben, wir müssen anderen Rechenschaft abgeben, wir müssen uns rechtfertigen für irgendwas. Hier komme ich nicht weiter, also nehme ich dich mal wieder mit. Bin jetzt doch in der Sackgasse gelandet. Und du denkst, Mensch, ich bin 3x7 alt, ich bin doch eigentlich kein kleines Kind mehr. Und ja, dir geht es auch so, dass das nicht gerade eines der Dinge ist, die du überhaupt nicht magst. Und da kann ich dir nur einen Tipp mit auf den Weg geben. Wenn du da raus möchtest, dann darf es wirklich darum gehen, dass du beginnst, die Verantwortung für dich und für dein Leben wirklich selbst in die Hand zu nehmen, wirklich in die volle Verantwortung zu gehen. Und das funktioniert natürlich am einfachsten, indem du beginnst, mehr und mehr
dein eigenes Ding zu machen. Das heißt ja nicht, dass du von jetzt auf gleich da kündigen musst, sondern dass du dir einfach mal klar drüber wirst, was entspricht überhaupt wirklich meiner Mission hier, was entspricht meinem Seelenplan, warum bin ich hier auf der Erde, weil wenn man Anfang 20 ist, da kann man noch vieles ausprobieren und mal hier gucken und da gucken und macht einem das Freude. Vielleicht auch mal noch ein paar Bruchlandungen hinlegen mit Selbstständigkeit, um es jetzt mal ein bisschen heftig auszudrücken. Aber man kann sich natürlich auch einfacher machen, egal in welchem Alter, und sagen, okay, ich würde gern mein eigenes Ding machen. Ich habe das Gefühl, da ist in meinem Leben, muss noch mehr möglich sein als das, was ich bis eben lebe. Ich gehe mal stark davon aus, dass du dieses Gefühl hast bis eben. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier irgendwo in meinem Universum gelandet. Und ich finde heraus, wie genau ich daraus tatsächlich auch meinen Seelenberuf kreieren kann. Sprich auch wirklich dem Ruf meiner Seele folgen kann, um wirklich frei und selbstbestimmt zu leben, um niemandem Rechenschaft abgeben zu müssen. Bei mir war es jetzt letzte Woche sinnigerweise sogar noch so, dass ich im Grunde genommen nur zwei Termine an dem Tag hatte und das Universum auf wundersame Weise reagiert hat, noch nicht mal ich die Termine verschieben musste, sondern die beiden um Terminverschiebung gebeten hatten, sodass alles ganz easy war, neue Termine, mal ganz rasch übers Handy neu verabredet und schon hatte ich Zeit für mich, um mich zu kümmern, um mein Wohlbefinden und meinen Körper zu fragen, was brauchst du jetzt, Körper? Was ist das, was dir jetzt am größten Beitrag ist und wie kann ich jetzt gut für dich sorgen? Und wie viel einfacher ist das Leben dann, wenn wir uns wirklich mal erlauben, tatsächlich unser eigenes Ding zu machen? Wir haben immer die Wahl, neue Entscheidungen zu treffen. Wir können entweder ein Leben lang für andere arbeiten, abhängig sein von anderen in einer vermeintlichen Sicherheit. Ich sage das ganz bewusst, vermeintliche Sicherheit, weil gerade die letzten beiden Jahre ist vieles zum Vorschein gekommen und wie viele haben sich da auf einer sicheren Seite geglaubt und irgendwann hieß es dann, wir wissen nicht, wie wir ohne sie auskommen sollen, aber wir werden es mal in 4 Wochen zum nächsten Monatsersten probieren. Ja? Oder ein anderes Beispiel auch. Ich habe gerade heute noch mit jemandem gesprochen, die ein ziemliches Thema mit Gelenken zum Beispiel hat. Mit ein bisschen Schmerzen in den Füßen und auch mit Fuß mit Gelenken, auch in den Knien. Und sinnigerweise, wir haben so über die Botschaften der Seele gesprochen, und sinnigerweise hat sie mir dann gesagt, ich war übrigens, fällt mir gerade so ein, ne, ist ja so im Gespräch mit mir eingefallen, also das mit den Schmerzen, das ist jetzt schon etwa 3 Jahre. Ich war übrigens letztes Jahr wandern, sie hat mir noch den Ort gesagt, ich weiß nicht mehr wohin, also klassischer Wanderurlaub gemacht. Und da sagte sie, ist ja schon seltsam, jetzt wo du mich drauf aufmerksam machst, das ist einfach so gegangen. Ich hatte keinerlei Fußschmerzen, keinerlei Gelenkschmerzen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und wandern, wunderbaren Urlaub gehabt. Und als ich dann zurückkam wieder an den Arbeitsplatz, der mir Spaß macht, fing das wieder mit den Schmerzen an. Als wir da näher hingeschaut haben, wenn du mal deinen Arbeitsplatz dir anschaust und mal ganz radikal ehrlich zu dir bist, auch wenn du dir bis eben die Geschichte erzählst, es macht dir Spaß. Sei mal radikal ehrlich zu dir. Wenn du absolut kein Geld dafür bekommen würdest, würdest du dann auch jeden Tag, je nachdem, wie oft du ins Büro oder zur Arbeit fährst, je nachdem, was du machst, würdest du dann auch dahin fahren, jeden Tag, beziehungsweise in der Häufigkeit, wie du es gerade machst, oder würdest du dann ehrlicherweise zu dir selbst sagen, nö. Nee, dann würde ich schon andere Dinge machen, wenn ich genau wüsste,
wie ich mit meinem eigenen Potenzial, mit dem, was mir wirklich Freude macht und Spaß macht, was mir Energie schenkt, statt raubt. Und wo meine Seele dann auch keinen Grund mehr hat, mir Botschaften zu schicken, auf der körperlichen Ebene. In welcher Form auch immer. Meine Seele hat mir zuhauf früher Botschaften geschickt auf der körperlichen Ebene, was ich mir so auch nie so wirklich eingestehen wollte, damals. Man redet sich die Situation ja auch schon mal schön. Kennt außer mir hier wahrscheinlich niemand so der Gedanke, naja, eigentlich geht's dir ja ganz gut. Sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Es gibt doch da draußen viele Menschen, denen geht's schlechter als du. Sei doch mal zufrieden mit deiner tollen Stelle und. Da draußen gibt's viele, die wären stolz auf deine Stelle und so weiter und so fort. Bla bla bla. Kennst du wahrscheinlich, ja? Das kann so nicht funktionieren. Du kannst mit dem, mit diesem unsichtbaren Rucksack, du darfst den nur einfach mal auspacken. Sprich, diesen unsichtbaren Rucksack, den du mitgebracht hast hierher. Oh, danke für die Herzen. Ich sehe zwar nicht, wer sie schickt, aber ich sehe, ich bekomme Herzen. Dankeschön. Du kannst mit dem, was du mit hierher gebracht hast, an tiefem Wissen, was in dir verborgen ist. Ich vermute auch mal, du bist eine ganz alte Seele. Du hast noch ganz viel Wissen aus früheren Leben noch in dir verborgen. Was auch noch ans Licht möchte, was auch noch gelebt werden möchte. Du darfst dich nur trauen. Du darfst dich wirklich mal trauen, in eine andere Richtung zu gehen. Und was wäre, wenn du nichts übers Leben wüsstest? Und mal wirklich, wie beim Computer, so Format C im Kopf machen könntest. Und mal so einen Restart machen würdest, dich von jeglichen Ängsten, wir haben manchmal so viel Angst und glauben, wenn wir irgendwo ein bisschen Geld in die Hand nehmen und investieren in uns, hängt unser Leben von ab. Wir glauben, unser Leben hängt vom Geld ab. Keineswegs. Natürlich hätten wir gerne Geld und wollen auch auf Geld nicht hier verzichten. Wir leben ja nun mal in einer materialistischen Welt und wenn ich mir was erlauben möchte und es meinem Körper gut gehen lassen möchte, dann brauchst du natürlich Geld dazu, ganz klar. Es geht auch nicht darum, das Geld abzulehnen. Macht sowieso keinen Sinn, solange wir hier Geld brauchen, Geld abzulehnen. Aber wenn wir uns mal von diesen ganzen Ängsten lösen, das Universum ist immer so wohlwollend an unserer Seite und schickt uns so viele Botschaften und Hinweise, winkt mit dem Zaunpfahl vom Universum, wir brauchen denen nur zu folgen. Ach, die Julia. Danke, Julia, für die Herzen. Schön, dich wieder zu sehen. genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen, das mal einfach mal auch in Frage zu stellen nochmal. Es ist für dich viel mehr möglich als das, was du bis eben für möglich hältst. Sind diese Veränderungen immer einfach? Nein, weil unser Stammhirn einfach keine Veränderung mag. Unser Stammhirn mag einfach das Gewohnte, sonst hat es keine Referenzpunkte. Und das ist der Grund, warum uns diese Veränderung dann auf der unbewussten Ebene Angst macht oder wir uns die Geschichte erzählen, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt oder was auch immer. Es kommt hier ein bisschen Wind auf, bevor du mich gar nicht mal verstehst. Ich spreche schon sehr laut, würde ich sagen. Das war so meine Inspiration für dich heute. Du weißt, wo du mich findest, in der Nähe vom Profilbild oben, in der Nähe vom Bild findest du den Link zur Homepage irmgard-bronda.de/Begleitung. Klick da drauf. Lass uns gemeinsam deinen Seelenplan entdecken, deinen Seelenberuf, der ja auch inzwischen ein geschützter Begriff ist. Als ich das beim Patentamt in Auftrag gegeben hatte, ich glaube vor 10 Jahren hätte mir noch nie jemand von einem Amt genehmigt, einen Seelenberuf eintragen zu lassen. Das sieht man auch mal, wo die Tendenz, wo die Entwicklung die letzten Jahre hingegangen ist. Du kannst mit dem, was du mit hierher gebracht hast, definitiv deinen Seelenberuf kreieren, also dem Ruf deiner Seele auch folgen und damit dir dein freies Leben so gestalten, wie auch immer du es möchtest, für dich, für deine Liebsten, für alle, die du mit im Boot haben möchtest. Okay, in diesem Sinne. Ganz liebe zypriotisch warme Grüße, ganz liebe Umarmung. Ciao, ciao.